Wir sind jetzt wieder in Twinleaf und gucken uns mal den zweiten See an. Mal schauen, ob es da was zu sehen gibt. Oh Gott. Galactic Grunt. Ich werde dich nicht weitergehen lassen. Beautifly. Vierfach Rockschwäche. Boom, Baby. Doch Gift und Käfer. Da könnte ich theoretisch mit Earthquake machen, aber das cancelt sich wieder aus. Nimm mal Rockslide. Hat nicht ausgereicht, krass. Hat nicht ausgereicht. Es ist zu spät für dich, um das Lake-Pokémon, das Seen-Pokémon zu retten. Das werden wir ja noch sehen. Ich werde dich für das Wohl des von Team Galactic bestrafen. Bist du ein Team Rocket oder was? Nee, Quatsch. Bist du ein Sailor Moon? Mit der Macht des Mondes werde ich dich bestrafen. Ey, flincht? Was soll das? Ja, also hallo. Nicht ganz gereicht. Lieblingsmegas, Glurak, beide Formen, Gewaldro und Lucario. Also Glurak finde ich die schwarze Form, das ist X, oder? Finde ich eigentlich besser als Y. Zumindest von der Optik her. Von Attacken oder Moveset her ist keine Ahnung. Oder Stats. Also einfach nur von der Optik. Lucario Mega sah auch ziemlich cool aus. Wie sieht denn Gewaldro Mega aus? Mega Gewaldro. Der hat aber einen langen Schwanz. Okay, ja, sieht nicht übel aus. Absol und Altaria. Mensch, jetzt lässt du mich aber alles nachgucken, oder? Mega Absol. Ja, es sieht eigentlich gar nicht so viel anders aus, ne? Aber schon so ein bisschen eleganter. Hat schon ein bisschen was. Ja. Und Mega Altaria. Sieht eigentlich gar nicht so viel anders aus als das normale Altaria. Ein bisschen wolkiger halt. Ein bisschen fluffiger. Aber wenn du mal so guckst, ne? Ja klar, es spreizt halt die Flügel aus. Aber ansonsten sieht es halt doch relativ ähnlich. Ja, nur ein bisschen mehr Wolken. Ein bisschen mehr Oberfläche.
Da hast du gleich alle. Ja, wenn wir schon davon reden, komm, dann lass uns mal alle angucken. Ist eigentlich bei euch groß genug? Kann das größer machen? Oh, Mega-Entwicklung. Mega-Bisa-Floor. Also ja, die Blume wird ein bisschen größer, ne? Ja. Mega Glurak. Also wie gesagt, ich finde das Schwarze sieht von der Optik her besser aus. Es hat einfach mehr Stil irgendwie. Und diese Flammen, diese blauen Flammen. Hat irgendwie sowas, was Mystisches fast schon. Ja. Gespenstisches. Aber Mega Glurak Y auch nicht schlecht, ne? Mega Turtok natürlich, also voll die Riesenkanone. Das sieht einfach nur krass aus. Und noch zwei extra Kanonen, ja. Mega Bibor. Warum Bibor eine Mega-Version bekommen hat, habe ich nie verstanden. Aber ja, das sieht nicht schlecht aus. Es sieht eigentlich schon eher aus wie eine Hornisse. Nicht wie eine Wespe. Ich glaube, Bibor soll auch eine Hornisse sein, oder? Bin mir ganz sicher. Mega Tauber. Tauber sieht edel aus. Tauber sieht ja richtig edel aus. Na? Ja, Mega Simsala sieht halt aus wie irgend so ein Bergeremit, der mit Löffeln spielt. Mega Lamus wurde endlich von der Schnecke aufgefressen. Mega Gengar, das Vieh ist geil. Das sieht richtig episch aus. Wenn das Vieh auftaucht, ja, da willst du nicht im Weg stehen. Mega Kangama ist ja putzig, dass das kleine Baby aus dem Beutel rauskommt und mitkämpft. Hui ja! Mega Pinsir ist eigentlich auch voll cool, muss ich sagen. Da bekommt er Flügel. Ja, warum nicht, ne? Mega Gyarados finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber. Weiß nicht. Ich fände es cooler, hätte Mega Gyarados das vielleicht irgendwie Arme und Beine oder sowas bekommen. So ein bisschen mehr in die Richtung, wie diese mystischen chinesischen Drachen sind. Ne? Die sind ja auch so schlangenförmig lang. Und haben dann aber jeweils zwei Arme und zwei Beine, die sie nicht großartig benutzen, weil sie eigentlich fliegen. Ne? Aber fände ich eigentlich cool, hätten sie da Arme und Beine ran gemacht. Weil gerade dieser Mythos ich meine, gerade diese Evolutionslinie von Carpador zu Gyarados ist ja nichts weiter als der chinesische Mythos des goldenen Karpfen, der über das Drachentor drüber springt und sich zum Drachen verwandelt. Da fände ich es cool, hätte es wirklich dann auch dieses Aussehen bekommen von einem chinesischen Drachen. Mega Aerodactyl ist deftig. Ist fies geil. Das ist dann mehr so wie so eine Art Urzeitsform oder sowas, ne? Mega Mewtwo. Ich weiß nicht, ich finde der sieht ein bisschen komisch aus, der X. Y sieht halt ein bisschen auch wieder winzig aus. Aber es erinnert auch so ein bisschen mehr an Mew. Deshalb finde ich eigentlich hier komischerweise, obwohl der X tougher aussieht, finde ich die Y-Form besser, weil sie mehr in Richtung Mew geht. Mega Ampharos sieht auch ziemlich cool aus, ja. Lange Haare, ja, und lange Haare sind immer cool. Merkt euch das. Mega Stalos, Alter, das Vieh. Warum macht denn der das so blöd? Grafik in neuen Tab. Auch viel zu klein. Egal. Mega Stalos sieht auch cool aus. Mega Sherox, ja. Ganz ehrlich, der Unterschied vom normalen Sherox zu dem Mega ist gar nicht jetzt so krass, finde ich. Mega Scaraborn. Gewaltiges Horn. Mega Hundemann. Ja. Och, Mega Despotar, also. Wo der hintritt, ja, da wächst kein Gras mehr. Mega Gewaldro mit dem großen Schwanz, ja. Mega Logok. Ja, finde ich jetzt nicht so krass. Mega Sumpex, Alter, der hat Muckis bekommen. Der ist pumpen gegangen, ja. Der ist aber echt pumpen gegangen. Mega Gardevoir, elegant, aber ehrlich gesagt gar kein großer Unterschied zum Original. Mega Zubiris, das ist putzig. Der Edelstein ist voll riesig geworden. Mega Flunkiefer. Ja, das Monster mal voll nach hinten. Das ist ja voll brutal geworden, Alter. Mega Stolos habe ich auch nicht gekannt.
mega stolz aus. Das sieht auch richtig bulky aus. Da musst du erstmal durchkommen. Mega Meditales. Sind das mehrere Arme? Sind das vier Arme? Das ist cool. Mega Voltenso. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Mega Tohaido. Das Kamerup sieht ja putzig aus. Voll viel Fell gewachsen. Geh mal zum Friseur, du Hippie. Mega Altaria hatten wir ja schon. Die großen Wolken. Mega Banette, das kannte ich auch nicht. Das ist eine Format. Das ist absolut ganz elegant. Das Firnontor, ja. Sieht für mich jetzt gar nicht so viel anders aus als das Original, als die Normalform. Mega Brutalanda. Habe ich nie verstanden, warum die Flügel so eine komische Form ergeben. Sieht schon ein bisschen cool aus. Aber den Sinn verstehe ich nicht ganz. Und aerodynamisch ist es auf keinen Fall. Mega Metagross ist natürlich geil. Das Vieh haut auch richtig rein. Latias und Latios. Ja. Finde ich jetzt nicht so berauschend. Mega Rayquaza. Das ist schon wieder was ganz anderes. Ja, also das sieht cool aus. Mega Schlappohr. Das Vieh hat eine Megaform? Warum? Schleier. Kann sein. Mega Militales. Was ist das denn? Adblock? Geht mir ja auf den Keks. Mega Militales. Oh, wo ist jetzt die Megaform hin? Nervig. Ja. Ja, ich weiß nicht. Die Hände. Guck dir mal die Hände an. Die sehen auch fast so aus wie diese Schleier. Also es ist schwer zu sagen, ob das Schleier sind oder Hände. Aber die Finger, weißt du, die sind eigentlich genauso gezeichnet wie diese Finger. So merkwürdig halt. Und sind auch bloß drei. Das sind auch bloß drei Finger. Genauso wie hier. Ja, zusammen. Könnten Hände sein. Könnten aber auch nur irgendwelche rumfliegenden Schleier sein. Mega Knackrack. Der sieht auch nicht schlecht aus, du. Also Mega Lucario und Mega Knackrack finde ich beide ziemlich nice. Mega Rex Bleezer. Ja, ne. Mega Galagladi. Was für ein Name, ey. Sieht nicht schlecht aus, aber. Bin kein großer Fan von dem Pokémon per se. Mega Ordoch. Und Mega Dianzi. Ja. Auch nicht übel. Elegant. Jetzt habe ich sie endlich mal alle gesehen. Danke für den Link. Nein, das ist unmöglich. Achso, du hast noch was geschrieben. Moment. Ampharos auch sehr nice. Anders als sein Name vermuten lässt, stellt Bibor keine Biene, sondern eine Wespe dar. Hab ich doch gesagt, Wespe. Aber ich finde, in der Megaform sieht sie halt eher aus wie eine, nicht Wespe, sondern Hornisse. Also, dass es eine Wespe ist, weiß ich. Aber in der Megaform, finde ich, sieht es eher aus wie eine Hornisse. Noch viel gewaltiger halt, weißt du? Die Größe und die Aggressivität deuten eher auf eine Hornisse wie die asiatische Riesenhornisse hin. Da haben wir wieder das Thema. Hornisse. Durch Familienbande, Ability, verlässt Kangamas Junge den Beutel seiner Mutter und nimmt selbst am Kampf teil. Dadurch werden alle Attacken, die Schaden anrichten können, zweimal pro Runde durchgeführt. Der zweite Treffer hat allerdings nur 25% der Stärke. Es ist gar nicht so schlimm, dass es nur 25 sind. Aber auf jeden Fall kannst du damit sturdy umgehen. Das ist das Gute. Das ist cool. Mega Kagama hat was. Du hast zwei Pokémon. Ja, nee, cool. Cool. Danke für den Link. So. Also, was gibt's denn hier? Was soll denn das?
Hey, nicht bewegen! Team Galaktik hat uns plötzlich angegriffen und hat das Seen-Pokémon weggenommen. Wir wissen, was Dorn sagt. Hilfe! Na gut. Dieses Gesicht, das bringt schlechte Erinnerungen zurück. Was soll bloß dieser Ausdruck auf deinem Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich, oder? Na gut, was auch immer. Wir erinnern uns nicht mehr an ihn. Oder sie? Commander Mars? Glaube ich, eine Frau. Nee. Jupiter war eine Frau. Ne? Saturn und Jupiter. Also Saturn war ein Kerl. Mars ist, glaube ich, ein Kerl. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Jupiter ist eine Frau. Ich sage dir, wer ich bin. Ich bin Mars, einer von Team Galactics Commanders. Mars ist eine Frau? Verdammt. Aber Mars ist doch so männlich. Und bei den... Ich überleg grad, war das bei den Griechen oder bei den Römern? Jupiter... Bei den Griechen. Ne, bei den Römern. Bei den Römern. Bei den Römern ist Mars ja auch der Gott des Krieges. Der männliche Gott des Krieges. Ja? Aber na gut, egal. Hey. Jupiter ist ja bei den Römern das gleiche wie Zeus bei den Griechen. Nur mal so. Nebenbei. Was macht der für ein Move? Brave Bird. Soll ich vielleicht auf Chateau wechseln? Oder ihn einfach sterben lassen? Ja, bei der reden wir eher vom Marsriegel. Braucht niemand. Ah, ich darf jetzt sterben. Und als nächstes setzen wir ein... den Thunder Punch, würde ich sagen. Der ist halt schneller. Alter, warum zieht denn das so viel Schaden ab? Also so viel HP ab. Brave Bird, Alter. Braveheart. Flamethrower. Oh, das war gar nicht genug. Mist. Stahl und Psycho. Theoretisch Shadowclaw müsste den Rest klären. Wenn ich schnell genug bin. Ist riskant, weil er dann mit Psycho angreift. Sie. Da hat er recht. Ist das ugly. Pure ugly. Great Punch. Alter! Das tat weh. Kriege ich gerade gar keine Erfahrungspunkte? Fällt mir gerade so auf. Gibt der Kampf keine Erfahrungspunkte? Ah. Earthquake wird nicht gehen. Ich glaube, der hat Levitate. Ja. Ne, Cursed Body. Hat doch kein Levitate. Hä? Gastly hat Levitate. Aber... Gengar hat gar kein Levitate? Aber sag mal, in Generation 1 hatte das doch Levitate, oder? Ich meine, in Generation 1 gab es eigentlich noch gar keine Abilities. Aber ich kann mich daran erinnern. Kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass man mit Gengar in Generation 1 irgendwie einen Trick machen konnte. Der bei der Pokémon-Liga, das glaube ich, Pokémon, die Erdbeben hatten,
haben versucht, Erdbeben gegen Gengar zu benutzen, weil es ja Poison hat. Aber es konnte es ihn nicht treffen, weil er trotzdem irgendwie geschwebt ist. Obwohl es eigentlich noch gar keine Abilities damals gab. Wahrscheinlich bringe ich was durcheinander. Ah, in Generation 7 haben sie Levitate weggenommen. Aber sag mal, war da nicht irgendwie so, dass man in Generation 1... Vielleicht war es in Feuerrot. Vielleicht war es Feuerrot. Vielleicht war... Ich habe ja beide gespielt. Ich hab auch beide noch rumliegen. Ich habe noch Rot für den Gameboy und Feuerrot noch für den GBA. Es kann sein, dass das bei Feuerrot war. Gut zu wissen, dass ich Earthquake einsetzen kann. So viel dazu. Gut zu wissen, dass ich kein Earthquake einsetzen kann. Oh, was? Warum hat denn der Giga Drain? Mich verarschen? Gerade so überlebt, du. Warum hat denn ein Gengar Giga Drain? Ich habe schon wieder verloren. Das sollte, sollte einem Team Galactic Commander nicht passieren. Na gut. Meine Mission war es, dass. Das Seen-Pokémon zu unserem Hauptquartier zu transportieren. Das ist richtig. Ich habe meine Mission bereits erfüllt. Ohne ein Problem. Team, wir verschwinden. Der Boss wartet im Hauptquartier. Verdammt. Aber was ist jetzt mit Lake Acuity? Ist Barry sicher? Du musst auf jeden Fall sofort zum Lake Acuity gehen. Ich mache mir Sorgen um Barry. Dazu musst du durch den Mittelpunkt von Mount Coronet gehen, um dorthin zu kommen. Da waren wir schon einmal, aber das war ja ein Galaktik-Rüpel, der uns nicht durchgelassen hat. Jetzt ist der Punkt, wo wir durchkommen. Ich wollte hier bloß nochmal kurz gucken, ob ich jetzt in die Mitte kann. Ne, immer noch nicht. Wie? Bitte, wie? Ist der Typ hier durchgekommen, wenn der Geist doch niemanden durchlässt? Der Geist lässt nur Champions durch. Und ich wage es zu bezweifeln, dass der Commander ein Champion war. Wo hatten wir das letzte Mal uns geheilt? War das eventuell in Pastoria? Versuche jetzt mal eine Abkürzung zu nehmen. Pastoria, ja. Dann müssen wir zumindest nicht nochmal diesen ganzen Umweg hier laufen. Über Jubilife und Florama und sowas. Larvester aus Bugkitchen Contest. 29 Speed. Nicht schlecht, du. Spielt man das Special? Also spielt man das Timid oder spielt man das Jolly? Weiß gar nicht, wie man spielt. Special, ja? Okay. Das ist nicht übel, du. Timid und Bold. Ja, Bolt ist Special Attack, Timid ist Speed. Ich lerne langsam die Natures. Aber keine Sorge, ich habe es bald wieder vergessen. Es geht ja bald los mit Diablo. Ab Freitag geht Project Diablo wieder los. Ah, Bolt ist Death. Verdammt, siehst du, da habe ich es mir doch falsch gemerkt. Fuck. Fuck. Nee, bald geht es ja wieder mit Diablo los. Und dann machen wir dann nicht mehr ganz so viel Pokémon. Aber ja, ein bisschen abwechselnd, ne? Hier und da mal. Ja, Freitag geht die siebte Season bei Project Diablo los. Und dann Mitte Mai ist nochmal ein Diablo 4 Beta-Dingsbums. Nochmal so ein Server-Stresstest. Und dann Anfang Juni ist ja dann komplett Diablo 4 Release. Da werden wir dann schon ein bisschen Diablo auch spielen.
Ach, schön, dich gekannt zu haben. Schaust du dann prinzipiell aus bei Diablo nicht zu, oder was? Das ist traurig. Aber du weißt schon, dass du gerade erst 3 Monate hier Sub gekauft hast. Zum Bug-Catching Contest. Man kann nun 6 Pokémon mitnehmen. Oh. Also eigene Pokémon zum Fangen, ja. Hier war übrigens die TM. Rock Slide. Also Steinhage. Für die, die es interessiert. Achso, man sieht meine Maus gar nicht. Weil ich im Weg bin. Hier, an der Stelle. Es liegt die TM. Als Pokéball natürlich, ne? Also alle 7 Tage oder sowas kann man die sich ja, glaube ich, holen. Okay. Sync und Force Swiper mitnehmen, das ist nicht schlecht. Oh Gott. Zu dumm zum Saufen. Oh. Ich hab mich verschluckt. Oh, okay. Oh Gott. Zum Trinken zu blöd. Gott sei Dank weiß ich noch, wie man atmet. Nose Pass. Die Pokémon hier haben. Die Pokémon. Die Trainer hier haben wir alle schon mal bekämpft. Wir waren ja schon einmal hier. Falls ihr euch daran erinnert. Selbst falls ihr euch nicht daran erinnert, wir waren trotzdem hier. Am oberen Ende dieses Raumes steht halt ein Galaktik-Rüpel. Genau, und der hat uns nicht durchgelassen. So viele Crits. Hat der Gegner mich gekrittet? Ich habe nie aufgepasst. Ich habe null aufgepasst beim Fangen. Galaktik-Rüpel. Oh, guck mal, wer ist denn hier Low-Level? Die Bosse dich. So, deine Bosse kritten dich. Ja, das passiert halt. Ich sag doch, die Gegner haben eine höhere Trefferchance als du und eine höhere Crit-Chance. Ich wette es. Die geben es bloß nicht zu. Die Developer. Niemand darf hier durchdrehen. Darf weiter von diesem Punkt aus. Was? Wir kommen hier. Ich dachte, das wäre der Weg. Hä, wie soll ich denn dann? Hier oben wahrscheinlich, oder? Zwischen Celestic und Eterna. Da waren die Stalos und Onyxe, die da drum gekämpft haben, ne? Das wird's wahrscheinlich sein. Oder war das hier unten? Nee, das war hier oben. Und du hast es gewusst und hast nichts gesagt. Du hast gewusst, dass ich auf dem Holzweg bin und hast nichts gesagt. Oh. Ich sag's immer wieder, wer solche Freunde hat, ne? Der braucht keine Feinde. Dann lacht er auch noch so hämisch. Nächste Arena wieder Chimchar verbieten. Ich weiß gar nicht, was die nächste Arena ist.
Wenn es eine Pflanzenarena ist, dann bitte nicht. Ja, weg mit dem. Direkt releasen, ne? Direkt zum PC gehen und freilassen. Ja, die sind weg. Die sind weg. Ja, das hatten wir schon. Genau. Ich will mal wissen, was jetzt hier unten ist. Da müsste ich doch theoretisch direkt im Rücken des Rocket-Rüpels rauskommen, oder? Ja, das ist genau diese Stelle. Genau diese Verbindungsstelle. Niemand dafür teilt. Warum lasse ich mir sowas eigentlich gefallen von so einem Affen? Niemand dafür durch. Ja, ist mir egal. Chimcha auf Lammwurf. Er ist tot und wir gehen durch. Oder? Ich habe das noch nie verstanden. Genau das gleiche mit diesen komischen Rocket-Hideouts, wo dich ein Rocket einfach rausschmeißt. Ne? Normalerweise kämpfen die, ich besiege sie und dann lassen sie mich in Ruhe. Nein! Oh, ich habe einen Eindringling gefunden, den schmeiß ich raus. Hä? Wie denn? Genau, setz Chimcha ein, solange du noch kannst. Ich hasse dich. Nein, die nehmen mir meinen Chimcha weg. Hier setze ich Chateau ein. Achso, nee. Ach, wir waren ja schon hier. Stimmt ja. Ich wollte mir wieder meinen Chimcha verbieten. Ich wette, die nächste Arena. Da ist Panflam gar nicht gut drin. Was ist denn die nächste? Icicle. Eisarena. Und der will mir mein Feuer-Pokémon verbieten. Na, zum Glück habe ich ja noch Riolu. Mit Rain Punch. Und Erdbeben auf ein paar anderen Pokémon. Wobei die wahrscheinlich die Eisattacke nicht überleben. Gibble wird wahrscheinlich zu langsam sein und Eis ist vierfach Schaden gegen den. Hippo wird zu langsam sein und Eis ist zumindest zweifach Schaden, aber er könnte vielleicht einen Hit überleben. Und dann trifft Erdbeben halt, ne? Problem ist bloß, wenn das Pokémon Eis und Wasser ist, dann ist, glaube ich, Boden nicht mehr gut, oder? Wie ist ein Boden zu Wasser? Boden zu Wasser ist neutral, fuck. Ne, das ist ja gut, das ist ja gut. Da ist es gegen Eis gut. Ja. Wenn du mit Chimcha verbietest, dann muss Riolu den Löwenanteil übernehmen. Da ist ein Pokémon freigelassen worden. Guck mal, da liegt ein Pokéball. Ein Pokémon meine ich. Oh, schau mal, es ist ein streunendes Pokémon. Ein Bronzor. Riolu kriegen wir auch noch weg. Was soll denn das? Warum wollten ihr meine Pokémon wegmachen? Was ist denn das hier für ein Trend? Nicht verlaufen, Kind? Dieser Trend gefällt mir nicht. Oh, hallo Shadow, bist du wieder da? Am Ende habe ich gar kein Pokémon, was ich einsetzen darf. Muss ich mit einem Level 1 Bilizer reingehen oder so? Level 1 Ratschatz. Mit Endeavor könnte es funktionieren. Selber gerade Pokémon. Das ist doch perfekt. Kannst du zugucken. Oh, okay. Also bist du kein Kind.
Werd nicht wütend. Doch, 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 wir sind 10, wir sind ein Kind. Also. Was gibt's denn hier Feines? Was ist das denn für ein Ding? Ach, die Weiterentwicklung von dem Barnacle 4. Ja, okay. Und Pokéball. Oh. Hängt der Pullermann schlapp? Gönn dir ein Pipi ab? Counter hier sind ja auch schrecklich, du. Ganz, ganz schrecklich. Ah, wir werden bald Kontrolle über die Welt übernehmen. Gegen Feuer-Pokémon habe ich nichts mehr auf Panflam. Seit Erdbeben weg ist. Naja. Dann muss Brick Break ausreichen. Oh nein, it's getting sleepy. Wozu macht der Yawn, wenn er mich dann hinterher one-shottet? So ein Affe. So ein Affe. Ich muss morgen früh raus. Wann musst du denn raus? Versuch nicht, uns aufzuhalten. Uhr musst du raus. Ja, gut, das ist hart. Da musst du aber gleich schon 5:30 aufstehen oder so. wo rennst du hin? So, Xela, da hast du dein Vespi Queen. Du wolltest es doch unbedingt im Team haben. Um 5 stehst du auf. Also zumindest hätte ich mich für dich ein bisschen verlangsamt. Wäre ich für dich ein bisschen langsamer geworden. Irgendwie sowas. Oh, Max Potions. Der Max ist echt nett, dass er uns seine Potions gibt. Bulldoze. Gab's Bulldoze nicht schon am Anfang des Mount Coronets? Bin der Meinung, ich habe hier irgendwo schon mal Bulldoze gesehen. Warum gibt's den so oft? Sneasel. Und was Unbekanntes. Hier geht's hoch. Oh, das Ding aktivieren. Das ist gut. Dann kann ich jetzt den Berg überspringen. Was, 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 was? Mein Mega Bracelet reagiert? Aber es scheint nichts hier zu sein. Ich sollte schon sehr, sehr nah dran sein. Irgendwas, es muss hier sein.
Was? Hier gibt es irgendwo eine Mega-Bracelet-Quest. Aber sind die nicht immer Level 100 oder sowas? Also. Kann ich wahrscheinlich nicht machen. Was ist das? Muss ich irgendwas Bestimmtes anklicken? Interessant. Mega Bracelet. Hier so in einem Eisgebiet ist wahrscheinlich für den fliegenden Eiskopf. Hab den Namen gerade vergessen. Das ist das erste Mal, dass du Schnee siehst, nicht wahr? Nee, in den anderen Regionen hatten wir auch schon Schnee. Firnator? Nee, Firnontor. Irgendwie sowas, oder? Firmontor? Firnontor? Irgendwie sowas. Firnontor, genau. Danke. Ambiporn. Ne, Ambiporn. Ambiporn. Nein, Ambiporn. Porn? Ist es nicht? Wieso bonkst du mich? Ist doch nicht meine Schuld, dass der Ambiporn heißt. Sei vorsichtig, dass du keine Erkältung hier bekommst. Ich doch nicht. Die Erkältung sollte aufpassen, dass die mich nicht bekommt. So rum. So ein Schuh draus. Und wieder. Du hast keine Schatz. Ich glaube, da friert jemand. Oh. Nein! Oh, natürlich trifft die Hydro-Pumpe. Oh. Ah, oh, das ist ärgerlich sowas. Oh, perfekt. Das sollte der nicht überleben. Chaka. So kalt. Er scheint es dann weiterzugehen, ne? Fluffy, wie würde man denn Fluffy übersetzen? Flauschig, ne? Flauschiger Schnee ist alles, was ich... Alles, worum ich bitte. Oder alles, was ich brauche. Der hat doch Wasser und Eis. Da müsste doch Fighting relativ gut sein.
Du solltest mal Schneesportarten ausprobieren. Nee, sind mir zu kalt. Kann man sich hier heilen? Ich muss mir eine Feuerstelle kaufen. Kann man sich hier nicht heilen? Oh. Gut. Gehen wir nochmal zurück und gucken uns mal das hier oben alles an. Es ist so viel besser, Ski zu fahren, als in einem Büro eingeschlossen zu sein oder festzuhängen. Der war, glaube ich, ganz komisch. Kann das sein, dass der Pflanze und Eis ist? Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Kombination, finde ich. Ja, ne? Pflanze und Eis. Man möchte meinen, das passt eigentlich nicht zusammen, ne? Weil normalerweise ist ja Pflanze auch schwach gegen Eis. Die Vorentwicklung von Megarex Blizzard. Jo. Ist halt so eine komische Kombination, wie zum Beispiel Larvitar, Käfer und Feuer, ne? Möchte meinen, sollte eigentlich nicht funktionieren. Zurück auf die Piste. Andrea, komm spielen. Ah, ich kann einfach gar nicht glauben, wie viel Spaß ich habe. Yo, Shadow, bis morgen. Danke fürs Reinschauen. Ich denke, wir machen. Oh Gott, ist ja auch schon gleich um 10. Vielleicht noch ein halbes oder dreiviertel Stündchen so. Ja, ungefähr 10:30 oder sowas mache ich noch. Nein, Aquajet, warum hatten wir sowas? Boah, ich hoffe, der Flamethrower reicht jetzt. Ja, das war knapp. All das hier fühlt sich so unreal an. So unecht.